Hallo, hier ist wieder Trix von Trix macht Kunst. Heute wollte ich euch eigentlich eine Idee von Natascha von Treasure Books zeigen. Und dann geht es hier um die Dekoration meines Frontcovers. Ich wollte erst eben kurz sagen, das ist ein Journal oder noch nicht, das ist einfach nur ein Cover gemacht aus einem Umschlag mit Stoff bezogen. Zwei verschiedene Stoffsorten habe ich benutzt. Ich klebe immer Tape unter den Stoff, damit er richtig glatt bleibt. Das finde ich immer ganz schön. Das ist vielleicht eine Idee für Menschen, die mit Stoff und auf Papier kleben. Ich habe hier zwei Journals reingemacht, nur zur Dekoration, um euch eben das Journal zu zeigen. Und die Bindung ist Gummiband. So könnt ihr das Journal auch einfach ganz einfach raus und reinziehen. Und an der Seite, weil das ein Umschlag ist, ist Platz für noch ein Journal. Und ich habe hier einfach nur eine Doppelseite reingetan, die habe ich umgefalten, damit ihr sehen könnt, dass es groß genug ist, um da noch ein Journal reinzumachen. Und auch die Rückseite habe ich nicht dekoriert. Hier habe ich zwei Holzperlen dran gemacht. Das war mir so eine spontane Idee, weil ich dann finde, dass das ein bisschen stabiler ist und die Schleife nicht so pummelig hängt. Und da ich nicht so ein Fan bin von Schleifen, finde ich das ganz praktisch. Dann kann man das so machen und dann hängt das so runter. Man hat auf jeden Fall genug Platz, um die zwei Journals zu füllen. Na, zurück zu der Idee von Natascha. Übrigens, ihr müsst euch echt den Kanal von Natascha Treasure Books angucken. Das sind ganz, ganz tolle Ideen. Ich habe einfach ein Stück Papier genommen. Das habe ich so umgefalten. Ich mache das mal so vor und in der Mitte zwischen meinen Fingern ist dann der Reißverschluss. Und der Reißverschluss ist auch zu gebrauchen, rauf und runter zu schieben. Man muss selber entscheiden, ob man ihn ganz hoch haben will oder ganz runter oder nur die Hälfte. Also man kann der Dekoration selber seine eigenen Ideen in dieser Dekoration seine eigenen Ideen gebrauchen. Hier habe ich eine kleine Text reingetan. Ich habe da so eine Tasche gebaut, weil ich die Unterkante von dem Reißverschluss auch verdecken wollte, weil bei einem Reißverschluss ist unten ja immer so ein Plastikstückchen und das ist nicht besonders schön. Ich habe dann einen Spruch drauf geklebt. Hier habe ich die Ecken festgeklebt, aber hier nicht, weil ich wollte, dass es noch so ein bisschen echt aussieht, als wäre es ein Kragen. Na, zweimal Bling Bling gehörte eigentlich auch zu, fand ich eigentlich ganz nett, als wären es zwei Knöpfe. Und dann wollte ich nicht weiter dekorieren und dann kam ich auf die Idee, um einfach aus ähnlichem Papier Taschen zu machen oder eine Dreifachtasche mit drei losen Tags, die zum Papier passen und zwei große Tags nochmal extra da drin, einen etwas breiteren, einen etwas schmaleren und das Papier von dem und dem und dem ähnelt. Es ist aus einem Buch, weiß ich gar nicht, doch weiß ich wohl, müsste ich mal eben gucken, von Duo-Design-Papiere, Hintergründe, Ideen mit Herz. Da habe ich das her. Das ist ein deutscher Betrieb. Und die haben dieses Papier und das fand ich hier ganz passend, weil das Lila ziemlich gut passt zu dem Stoff und dem Braun. Na, das ist meine Idee. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch einen sonnigen Tag aus den Niederlanden, aus Peinacker. Eure Trix von Trix macht Kunst.